Was geht ab, Friends? Willkommen zu der nächsten Reaction. Heute bin ich alleine und mir war ein bisschen langweilig. Dachte ich mir, komm, fängst mal heute an mit einer Reaction, so als Start, weißt du. Und wir nehmen uns heute mal den Vlog 12 vor. Da steht drauf, gar kein Bock. Wer kann das wohl sein? Muss man nicht viel reden, ne? Ich denke mal, wir starten mal den Vlog. Und 13 Likes. Vielen Dank dafür. Ja, mal schauen, was so passiert in diesem Vlog, ne? Ich bin mal gespannt. Bisschen laut. Ich hoffe, ihr hört was. Ja. Das war ein Geschenk von zwei Freunden von mir. Vielen Dank schon mal nochmal dafür, dass ihr mir diese riesen Tasse geschenkt habt. Ich war echt am Überlegen immer, wie kann ich die Videos oder die Minuten voll bekommen? Ne? Und manchmal stand ich wirklich am Fenster und habe überlegt, so wie starte ich überhaupt heute den Tag? Was mache ich denn überhaupt für einen Blödsinn? Was soll ich denn aufnehmen heute? Oder wen kann ich ärgern? Ja, das ist das Endergebnis. Der Kaffee schmeckt sehr lecker. Apropos Kaffee, ich hätte jetzt eigentlich Bock auf einen Kaffee. Ja, mache ich mir gleich. Ich kann jetzt nicht einfach aufstehen und mir einen Kaffee machen, ne? Läuft, sehr gut. Guten Morgen, Friends. Das waren noch Zeiten, wo wir die normalen Masken anziehen konnten in der Küche. Mann, 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 ey. Morgen, Community. Wir sind wieder bei der Arbeit heute. Und wir haben jetzt, ich muss mal kurz gucken, wir haben 10:45 Uhr. Ich bin zusammen mit Bilal in der Küche. Wir müssen jetzt ein bisschen Mise en place machen, ein bisschen vorbereiten, weil ab 12 Uhr haben wir auf. Und dann heißt Super Koch, Isabella. Echt, mit dem habe ich nur Spaß in der Küche, ehrlich. Super Mittagstisch, Typ. mal schauen, was heute passiert. Wir haben Samstag, was wirklich heute los ist, weil wir sind momentan nur Mach mal zwei. so, weil damit ich euch Und meine Stimme Damian, und das noch hören kann. Hotdog-Koch, der wird eventuell später noch kommen, Ja. uns helfen ein bisschen noch für heute Abend. Mal schauen, was dann heute Abend noch passiert. Und ich denke mal, ich nehme euch mal heute mit wieder bei der Arbeit. Und wir checken mal, oder wir lassen uns mal überraschen, was da alles passiert. Vielleicht bist du auch bereit? Jawohl. Bist du bereit, ja? Sehr schön. Schicken. Schicken, ne? Schicken. Wir kennen nur Klasse. schicken, mehr Ich kennt bin er mal nicht. gespannt. Hier ist der Lukas. Lukas nicht da, aber der ist auch jetzt am Vorbereiten. Lukas, auch ein sehr guter Koch. Ja. Hat die ganze kalte Küche So, unter Leute. Kontrolle. Super. Was haben wir denn heute hier? Wir haben jetzt hier, schauen wir mal, das sehen kann. Eine Seite Lachs. Das ist, nennt sich Trim D. Ja, Trim D, ne? Das heißt, er ist filetiert von beiden Seiten, ist mit Haut und mit Bauchlappen. Das heißt, ohne Fett und ohne Gräten. Den bestellen wir dann Stimmt, um auch 10 ohne Uhr so. Gräten, genau richtig. Und wir müssen ihn jetzt portionieren. Ja. Wir machen daraus Lachssteaks. So zwischen 180 und 200 Gramm immer. Und den Rest, sagen wir mal so die kleinen Stücke wie den Bauchlappen hier. Den machen wir auch immer ab und daraus machen wir kleine Würfel, weil wir haben auf der Karte haben wir noch die Strozzapetti als Salmone. Wenn man das hier sehen kann, Moment. Da kann man sehen, wo ich arbeite, wo ich vorher gearbeitet habe, sagen wir mal so. Wenn man das so sehen kann. Und dafür werden die halt dann die Reste, sagen wir mal, werden die dann verbraucht. Damit nichts übrig bleibt vom Lachs und damit wir auch nichts wegschmeißen. Richtig. Ja, und dann zeige ich euch jetzt, wie man die Haut abmacht, ne, und wie wir die Steaks runterschneiden. Und aus den kleinen Würfeln da haben wir halt immer die Pasta noch zusätzlich gemacht mit als Salmone, damit wirklich nichts wegkommt, ne? Deswegen. Ach ja, das waren Zeiten, ne? Da müssen schon ein bisschen. Jetzt bin ich nur noch mit Fleisch am Hantieren und Fleisch parieren und Fleisch verkaufen. Was auch nicht schlecht ist, aber man vermisst schon ein bisschen die Zeit. Überlegt, das war am 6.9. Wurde das Video rausgehauen. Ist schon lange her jetzt, ne? Das sind ein halbes Jahr jetzt her.
Ja, da sind wir jetzt in der Küche am à la carte. Mila und ich alleine. Ich weiß nicht, warum wir nur wir zwei waren. Keine Ahnung, was war los an dem Tag. Ich glaube, irgendjemand hat krank gemacht oder hat gefehlt. Weiß ich nicht. Guck ich mal kurz in die Kamera. Dann werde ich schön den Teller dekorieren. Ich weiß nicht, ob man das merkt, aber ich habe gar keinen Bock. Schon anstrengend, so eine Maske zur Arbeit, nicht? Was haben wir denn hier? Carbonata kommt gleich, kannst du wieder nicht machen. Gebes, auch ein Koch. Ich glaube, der hatte an dem Tag sogar seinen ersten Probearbeitstag bei uns. Ja. Das ist der Lukas. Ja. Hey, geh mir auf den Sack jetzt hier. Mann. Wir haben auch nebenbei, ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben ja die Hauptküche, wo halt à la carte gemacht wird und alles drum und dran. Und dann haben wir noch draußen im Restobereich haben wir noch eine Pizzaecke. Und da werden Pizzas gemacht. Da gibt es manchmal wirklich Tage, da sind wir in der Küche, da haben wir nicht viel zu tun, weil die Leute nur Pizza am Essen sind. Und an dem Tag, wo wir nur, Bela und ich nur waren an dem Tag, haben die auf einmal angefangen, à la carte zu essen, die Leute. Gar keine Pizza liefern den Tag und das ist mir richtig auf den Sack gegangen, bin ich ehrlich. Sonst, weißt du, da läuft so, das ist so, sagen wir mal, 60-40, also 60% Pizza und 40% Küche, so ungefähr. Und an dem Tag, das war ja wirklich eiskalt, nur 120% Küche. In der Woche fressen die 1000 Pizzen und am Wochenende, jetzt haben wir Fisch, Fleisch, das hier. Mama, ja, und Willa denkt sich so, hofft zu heulen. Ja. Steht ihr mich? Auch nett. Was machst du denn da? Essen. Was für Essen? Die Azubine von uns. Da drin. Ich glaube, ihr habt die schon ein paar Mal gesehen. Pilze, Brühe. Ich muss ein bisschen lauter reden, man hört dich nicht. Pilze, Brühe. Aha. Salz, Pfeffer, Öl, Butter. Okay. Vielleicht kommen da noch Nudeln rein. Und da kommen auch noch Nudeln rein. Geil. So good. Und du, Bilal? Ich mache einmal sexy sauber. Du machst einmal sexy sauber? Man macht gleich hier alles sexy sauber. Mittags ist schon mal soweit durch. Und, jetzt vorbereiten wir uns ein bisschen für Abendgeschäft. Schauen. Kannst du es auch bitte selber machen? Lukas ist nicht da. Wie immer. Mal wieder. Schon das zweite Mal, dass ich in die kalte Küche komme und der Lukas ist nicht da. Gibt's doch gar nicht. Ciao. Ciao. Irgendwie glaube ich, der versteckt sich vor der Kamera. Dann probieren wir mal, was die Tessa gemacht hat. So viel Salz finde ich jetzt nicht. Okay. Ja? Ich will das erste Mal, dass du gekocht hast. Nee, danke. Ich möchte nicht! Geh ja. Yes. Geh weg! Leider habe ich nicht so viel aufgenommen. Ja, weil das Abendgeschäft hat uns echt auseinandergenommen. Also. Das war schon ein bisschen anstrengend, da hatte ich wirklich keine Zeit mehr gehabt, irgendwie mal die Kamera anzumachen oder irgendwas aufzunehmen. Also muss ich schon sagen, war schon knackig. Sagen wir mal knackig an den Tag. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt alle eure Masken an. Ja, alles klar, sehr schön. Also. Diese Begeisterung auch Tag ist vorbei. Mann. Ich habe nicht viel aufgenommen. Wir hatten... Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber ich gucke immer wieder auf das Display, anstatt auf die, in die Linse reinzugucken. Ich glaube, ich müsste mal das Display mal abblenden oder irgendwie umdrehen, sage ich mal, bei den Aufnahmen, damit ich immer nur direkt in die Linse gucke. Das ist ein Stress. Also es tut mir leid immer, wenn wieder zwischendurch meine Augen so nach links wandern. Heute bei der Arbeit war ein bisschen viel zu tun. Wir sind jetzt am Aufräumen und ich nutze jetzt mal den Moment und ich mache mal ein bisschen jetzt Werbung. Ja, also, mach mal ein bisschen Werbung. Erstens, vergiss das Abonnieren nicht. Ja. Genau wie jetzt hier, auch in die Reaction, vergiss das Abonnieren nicht. Drittens, das Teilen nicht. Vergiss das Liken nicht. Und das immer Liken schön den nicht. Daumen nach oben. Genau. Ich achte mal drauf, dass die Vlogs ein bisschen interessanter werden. Vielleicht, dass ich das ein bisschen kombiniere mit Ihr Kochen wisst selber, wie schwer das und ist. Und vielleicht ein bisschen mit mehr zeigen und parieren, filetieren und so ein Blödsinn. Das ist immer so eine Planungssache, deswegen. Also, es ist auch anstrengend. Gesagt, also es ist jetzt wirklich nicht so, als ob ich keinen Bock hätte oder der Markus. Es ist wirklich alles so Zeitmanagement, sage ich mal.
dass du genug Zeit hast, um die Videos zu machen, auch ich sag mal jetzt während der Arbeitszeit, weil eigentlich ist es ja verboten oder man sollte es ja nicht machen. So, aber da wir das ein bisschen abgeklärt haben mit unseren Arbeitgebern, sage ich mal, ist das okay, wenn sich das so ein bisschen in Grenzen hält. So. Und das ist halt das Problem. Plan mal das, weißt du, an dem Tag, was hast du eigentlich alles vor bei der Arbeit? Lohnt sich das, die Kamera mitzunehmen? Und das ist das halt das Problem, ne? Das ist schon dieses Planen und dann auch umsetzen, zurechtschneiden und hochladen. Also das sind schon, das soll jetzt nicht heulen sein, aber es ist halt ein bisschen mit Zeit verbunden, ne? Teilen, liken und schreibt uns mal in den Kommentaren, ob wir vielleicht noch irgendwie was anderes machen können, ob ihr vielleicht Ideen habt, die wir umsetzen können in den Falls ihr Videos. Ideen habt oder Immer schön so, unter den schreibt Kommentaren, immer gerne unter den einfach Kommentaren. unterschreiben. Ich Markus werde und auf ich, wir jeden lesen uns Fall das die alles Kommentare mich durch. durchlesen. Ansonsten war es das von mir aus und ich sag mal, wir sehen uns nächsten Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Video. Ich hoffe, Dass ihr wir hattet jetzt nochmal auch viel Spaß bei alle der Tschüss Reaction. sagen. Sagt mal alle Tschüss! Tschüss! Ciao! Ciao, ciao! Ciao! Mach mal das Licht aus. Ich komme da nicht dran! Das war's. Das war die Reaction. Vlog 12, gar kein Bock. Was soll ich noch erzählen? Pimp My Dish ist fertig. Ich habe es endlich mal geschafft, das Video mal fertig zu bekommen. Wow. Also ich sag mal, das sind so 95%. Die restlichen 5%, da muss sich nochmal der Markus sich das Video angucken, der Sebastian muss sich noch das Video angucken. Und sobald sich alle beiden das Video sich angeguckt haben und das Okay geben, wird das Video hochgeladen und wir müssen halt nur noch gucken, welchen Tag wir das hochladen oder welchen Tag wir das, sage ich mal, ausstrahlen. Ne? So, und ansonsten habe ich gesehen, der Praktikant hat eine Ansage gemacht. Die war letzte Woche, boah, jetzt muss ich mal lügen oder ich kann mal einfach mal gucken. Die war letzte Woche, wann war die denn letzte Woche? Gehen wir mal auf unser meinen Kanal. Vor 4 Tagen. Wir haben heute, sage ich euch nicht, welchen Tag wir heute haben, vor 4 Tagen. Ansage des Praktikanten, der hat gesagt, der macht auch ein paar Vlogs. Bis jetzt kam da noch nichts. Mal gucken, ob da noch was kommt. Ja, Markus hat Thunfisch gezeigt. Könnt ihr euch mal gerne das Video mal hier angucken. Das ist sehr, sehr interessant. Kann man sehen, wie er den Thunfisch komplett pariert und alles drum und dran. Schönes Video. Ja gut, Vlog 46 könnt ihr euch selber angucken, ne? Bis wir da irgendwann eine Reaction machen, das wird noch ein bisschen dauern. Ansonsten war es das, denke ich mal. Und ich sag mal, wir sehen uns die Tage. Haut rein, bleibt sauber, bleibt gesund und wir sehen uns.